Willkommen, meine lieben Zuseher. Heute geht es bei der Feuerwehr unter anderem darum, wo ich meine Batterie unterbringe und das Blinkmodul für die Blaulichter. Ups, umgefallen. Außerdem geht es noch darum, diesen Ausschnitt hier in der Bauanleitung. Hier sehen wir ja, hier soll ich Löcher bohren in eine große Platte und hier steht überall ein A in Klammer dabei und ich habe mich schon die ganze Zeit über gefragt, was dieses A zu bedeuten hat. Dem gehen wir heute auf den Grund und jetzt zeige ich euch, wie ich mir das mit der Batterie vorgestellt habe. Dazu sehen wir mal in das Innere des Autos. Hier außen sind ja schön rundherum die Werkzeuge für die Feuerwehrmänner oder Feuerwehrleute untergebracht und in der Mitte haben wir noch reichlich Platz. Hier ist genug Platz für Batterie, Blinkmodul und überschüssige Kabel zum Einziehen und Einfädeln. Das ist kein Problem, denke ich. Die Frage ist allerdings, wie kann ich die Batterie, wenn sie mal leer ist, austauschen und über welche Öffnung oder wo mache ich die Öffnung? Wo platziere ich sie geschickt versteckt? Ich werde nämlich hier hinten dieses kleine Teil nicht einkleben, sondern so wie es jetzt war, einfach nur reinschieben. Und diese Wand hier, die werde ich nicht rausbrechen, aber ich werde mir eine Öffnung fräsen, die groß genug ist, um die Batterie problemlos rein und raus zu schieben, um dann auch die Batterie gegebenenfalls austauschen zu können. Wie verlege ich die Kabel weiter dann? Die Kabel, die von vorne kommen, von den Blaulichtern und den Scheinwerfern, gehen teilweise hier unten lang und die anderen kommen hier hinten raus. Die werde ich einfach hier vorne reinfügen und wie genau ich das dann mache, das weiß ich noch nicht, das wird die Zeit zeigen. Bevor es allerdings so weit ist, löse ich auch noch die Frage auf, was es mit diesen ganzen A's hier auf sich hat. Ich habe mal das passende Teil dazu herausgesucht und hier haben wir es schon. Die Frage, ob ihr das in der Kamera auch gut sehen könnt, hier auf dem Bildschirm. Diese ganzen kleinen Löcher sind natürlich viel zu viele, die brauchen wir nicht. Und diese sind beschriftet mit A, B und C. Vielleicht kann man sehen, diese hier zum Beispiel, ja, man sieht es, sind C. Hier oben ist ein A-Loch und alle jene mit der A-Markierung gehören durchgebohrt. So hat sich jetzt auch das Rätsel endlich gelöst. Nun aber, jetzt starte ich mal hier mit den Arbeiten für die Kabel und die Unterbringung der Batterie und auch für den Einschalter. Den Einschalter werde ich an der Unterseite anbringen. Hier werde ich, ob ich das diese Folge mache oder später, das hängt natürlich jetzt ganz vom Umfang ab und lege ich einfach mal los und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen.
Okay Leute, Folgendes ist passiert. Als ich die ganzen Kabel und alles hier eingezogen habe, schlau wie ich bin, habe ich dann natürlich gleich mal die LEDs hier und hier kontrollieren wollen, also die Blaulichter und die Scheinwerfer vorne, habe die Batterie schön brav an das Kabel angeschlossen und habe einen fatalen Fehler begangen. Ich habe nämlich dieses schöne kleine Teil hier nicht dazwischen geschaltet, also den Widerstand vergessen dazwischen zu schalten, und somit sind mir diese beiden LEDs hier vorne durchgebrannt. Die Freude war groß, also habe ich das Ganze nochmal abmontiert, die ganzen Kabel hier rausgezogen, die LEDs weggeknipst und neue LEDs angemacht und danach nochmal durchgetestet, diesmal mit Widerstand, und jetzt funktioniert wieder alles. Wie ihr hier seht, habe ich ja hier zwei Löcher reingemacht. Innen sieht man es auch. Das ist da das Fach, wo die Batterie reinkommt. Und das erste Fach hier, das ist die Vorderseite. Von da kommen die Kabel von der Fahrerkabine rein. Die führe ich hier unten rein. Hier unten rein, hier beim ersten Loch. Das zweite Loch hatte ich angedacht für die Beleuchtung an der Hinterseite des Fahrzeuges. Nach langem Tüfteln und Probieren habe ich mich aber dazu entschlossen, diese nicht anzubringen, denn das ist mir zu eng. Ich habe zu wenig Platz, um die Kabel zu verlegen. Hier dazwischen drinnen ist kein Platz. Ich könnte mir zwar Gänge fräsen, aber so feinmotorisch bin ich momentan nicht in der Lage, das durchzuführen richtig. Von daher belasse ich es einfach nur bei der Beleuchtung der Fahrerkabine. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn ich das ganze Fahrzeug rundherum beleuchtet hätte, aber für den Anfang, es ist ja auch für mich ein Lernprojekt, das ist mein erstes Fahrzeug, das ich mit LED ausstatte, und ich hätte mir von Anfang an einfach mehr Gedanken darüber machen sollen, denn es hätte schon eine Lösung gegeben, aber die ist natürlich jetzt im Nachhinein schwer umzusetzen, wenn man nicht das Ganze richtig vorbereitet. Also habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze nur von der Vorderseite beleuchten zu lassen. So ist das richtig. Ja, weiter geht's nun wie folgt. Ich mache mal hier Platz und zeige euch, wie ich mir das vorgestellt habe, denn es hat eine kleine Planänderung gegeben im Gegensatz zur ersten Lagerbesprechung hier im Video. Hopp. Folgendes habe ich mir gedacht, hier diese Platte hier, diese mache ich, diese bereite ich vor und werde sie auch leicht lackieren, dass ich die Dachplatte für das Zeugsdepot kommt hier oben rauf. Dann geht's, werden die ganzen Kästen auch eingeklebt. Zuvor allerdings werde ich die Unterseite des Kastens noch fertig machen. Also ich bin gleich zu Bild 78 und dann geht es wieder zurück. Hier habe ich mir schon Notizen gemacht. Geht zurück zu Bild Nummer 76, da werde ich dieses Teil hier lackieren. Das ist die Vorderseite, die Vorderseite, die wird zugemacht. Das ist die Seite, die zur Fahrerkabine hin zeigt. Die ist deshalb als erstes dran, da ich mir das Dach noch offen lassen muss und das Dach anscheinend laut Bauanleitungen eingehängt werden muss an einer Seite. Und ich werde das andersrum machen, da ich ja oben noch offen lassen will, damit ich die ganzen Kabel richtig verlegen kann. Ja, danach wird das Ganze eben auf das Fahrgestell hier, damit man sich das besser vorstellen kann, erst wird die Fahrerkabine montiert, dann wird hier unten fertig gemacht, vorne die Platte raufgegeben, dann kommt das hier rauf. Dann ist das schon mal fertig. Dann kommt oben die Verkabelung rein und mit hinten hier habe ich ja noch einen schönen Zugang. Unten werde ich die Kabel schön reinziehen, wie ihr es schon gesehen habt. Das werde ich nochmal machen. Batterie rein, alles rein. Und das hintere Loch hier werde ich verwenden für den Ein- und Ausschalter. Dann kann man dann von unten schön aus- und einschalten und man sieht den Schalter nicht. Jo, danach kommt der Deckel, die Rückenplatte rauf, die Seitenfächer rein, die Seitenverblendung, und dann wird das Ganze rundherum fertig gebaut. Wie weit wir das in dieser Folge schaffen, ist noch offen.
Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Also, weiter geht's.